Es geht wieder los mit einer neuen Folge von 9 Food-Artikeln, die ihr heute testet. Ich dachte, ich probiere mal was Neues aus, sah aber scheiße aus, aber wir fangen trotzdem an. Es sind Neuigkeiten in der Welt des Essens und der Lebensmittel. Genau wie bei Fivi im Shop könnt ihr jetzt nochmal reinschauen. Wir haben immer tolle Prozentaktionen und auch wirklich sehr gute bis sogar die besten preis-leistungsmäßigen Küchenhelfer für eure Küche mit allem drum und dran. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Nina war einkaufen, ich habe noch keinen Plan, was es ist und was sind die Neuigkeiten im Supermarktregal. Kinder Bueno White Ice. So creamy, so crispy, so bueno. Oh. Was kostet das? 3,59 Euro. Für 4 Stück ist okay. Ja. Ist wie so ein Cornetto, ja. So von der Größe her, aber... Früher Cornetto am Kiosk, 1,50. Liebe Cornetto. Das ist Eis meiner Kindheit. Ich bin mal gespannt, ob es auch schmeckt. Es sieht so aus, als wäre so diese Kinder Bueno Creme oben so eine crunchy Schoki-Schicht und darunter ein bisschen Vanille-Eis. Wir probieren es mal. Bist du ein Eislutscher oder ein Eisbeißer? Eisbeißer. Ich habe im Knigge letztens gelernt, dass man das nicht macht. Die Zunge muss da bleiben, wo sie ist, im Maul. Oben Bueno Creme wird super cremig. Dieses vereiste Bueno Creme Ding wird auch wirklich super cremig nochmal im Mund. Super lecker. Darunter sehr basic Vanilleeis. Das Wichtigste auch bei Cornettos ist ja immer, was unten dran ist. Ich werde jetzt die absolute Todsünde begehen, aber ich muss ja testen. Ist nur Schoki. Ist aber nur ein Schoki-Fropfen drin, kann man problemlos jetzt einfach so hinlegen. Ich sag, ist besser als ein normales Cornetto, weil Bueno-Creme drin ist. Zartbitter unten. Finde ich lecker. Viele gute Sachen drin. Gefällt mir. Ist geschmacklich eine 9 von 10. Top-Eis-Produkt. Weiter geht's. Ich habe das Gefühl, diese Geschmacks-Wolwig-Wasser-Dinger gibt es seit Ewigkeiten. Wir haben einmal Himbeere mit B5, B6 und B12 und Magnesium. Hier sind die gleichen Bs drin. Nee, B3, B6 und B9, andere Bs und mit Zitronengeschmack. Aber zum Glück kein Vitamin C, wenn es Zitronengeschmack ist. Probieren wir mal. Boah. Kennt ihr die normalen mit Geschmack? Mhm. Die sind ja immer so sehr flach, ne? Man denkt dann immer so, boah, jetzt kriege ich so richtig Minze oder so in mein Maul bei diesem Minzwolwig-Wasser. Und dann ist das aber nur so ganz flach eigentlich. Die sind richtig süß. Die schmecken wirklich wie so ein Süßstoff-Kick. Aber lecker. Ohne Zucker und ohne Kohlenhydrate. Pro 100 Milliliter 2 Kalorien. Dafür sehr geschmacksintensiv und kein Zucker. Dafür ist wahrscheinlich ordentlich Biotin. Schmeckt sehr künstlich und sehr süß, aber so künstliche Süße, die da noch reingehauen ist. Aber für Leute, die sich vielleicht ein wenig umgewöhnen wollen von so manch anderen Getränken, eigentlich ganz geil. Tatsächlich so eine 7. Gucken wir mal Himbeere. Traubenzucker aufgelöst im Wasser. Das ist exakt das, wie das schmeckt. Wie so Vitamin Water, nur von Wolwig quasi. Ja. Ja. Das ist eher eine 6. Das schmeckt noch mal ein bisschen wild, aber das Zitronending, dem würde ich wirklich eine 7 geben. Wie kostet das? 1,49 Euro plus Pfand. Weiter geht's. Oh Mann, das zieht sich durch dieses Format wie nichts anderes. Plumcake von Kinder. Wieder griechische Auslegung. Joghurt, griechischer Joghurt mit Schokoladengeschmack. Wieder ein kleines Küchlein. Das hatten wir schon in einer anderen Folge mit Vanillegeschmack oder einfach nur Joghurtgeschmack war es dann. Das war tatsächlich sehr gut, weil die immer so schön saftig matschig waren. Wieder eingepackt wie so ein Muffin. Oh, da sind noch Schokostückchen drin. Die Schokostückchen, die die da immer reinmachen bei den Kindersachen, finde ich eher so geht so. Ansonsten ist es immer noch unfassbar saftig. Und das dann nochmal getunkt in so eine Milch, dann kannst du es richtig so schlürfen. So. Das ist ein Traum. Ist sehr lecker nach wie vor. Mag das auch, dass das irgendwie aus diesem griechischen Joghurt rauskommt. Das ist auch höchstwahrscheinlich dann diese Saftigkeit, die da drin ist und nochmal so eine Süße. Das ist eine 8. 4,99 Euro, ne? Ja, die waren letztes Mal schon so teuer, sind aber auch 20 Stück drin, muss man sagen. Es geht weiter. Was ist das denn? Gastone, was Italienisches anscheinend. Tarts with Aprikosenjam. Also ein kleiner Mini-Kuchen sozusagen. Eine Tarte. Ach, das ist wieder, ne? Dann mach's doch direkt in einer anderen Verpackung, wenn nochmal Plastik drumherum ist. Aprikose, ein bisschen wie so ein Jaffa-Cake ohne die Schokolade drumherum, dafür mit einem kleinen Muster in den Teig. Da muss man sagen, so wie es auf den Bildern aussieht, ist es auch, ne? Das muss man denen schon zugute halten. Das ist schon genau so. Let's try. Die Aprikose ist geschmacklich so, als wenn ihr einen Aprikosen-Eistee nehmt, den mit Süßungsmittel so anrührt, nicht mit Zucker, und das dann kalt stellt und dann nochmal so Agar-Agar oder irgendwie sowas da reinmacht, um selber so ein Mousse da rauszumachen. Schmeckt sehr eisteeig, so vom Geschmack her. Sehr künstlich, sehr pappig und der Mürbeteig unterstreicht das nochmal, weil wirklich abgepackter Mürbeteig in jeglicher Konstellation, da kannst du mich jagen. Das finde ich wirklich nicht gut, nicht lecker. Ist eine 2. 2
2,19 Euro auch. Ja. Passt. Aber Aprikose und so Pfirsich in Italien, großes Thema, ne? Ja, das kann gut sein, aber ich finde das geschmacklich sehr künstlich. Das schmeckt mir nicht so lecker. Okay. Weiter geht's. Süß, salzig, crispy. Das sind wieder so Hörnchen. Smash or pass. Steht doch auf dem Kassenbon einfach nur. Smash. Smash. Was kostet's? Auch 2,19 Euro. Boah, das sieht nicht okay aus. Das sieht aus wie was, was mal verloren gegangen ist von einem Gürteltier oder so. Kennt ihr diese Chips, die man sich immer über die Finger macht und dann so, ich bin eine Hexe, macht, so wie Turk bei Scrubs. Das da kommt aus dem gleichen Werk und diese Chips wurden einfach mit dem Fließbandende so nach links gemacht, wo die nochmal über so eine Schokoladenstraße gelenkt wurden. Ist es Schokolade? Es ist tatsächlich Schokolade, ja. Das ist tatsächlich ganz spannend, weil die auch vom Geschmack her schmecken wie so eine Paprika-Geschichte, wo Schokolade drumherum ist. Also es ist nicht nur Salz, es hat noch den Knusper auf jeden Fall, aber es sind halt genau diese Dinger, die du so zu Hexenfinger-Cracker machen kannst. Also Smash oder Pass? Das Pass, auf jeden Fall. Das ist merkwürdiger Geschmack, sehr weiche, komische Schokolade, auch nicht sehr vollmundig im Geschmack. Es ist eher eine 3 eher bei mir, geschmacklich. Es schmeckt wirklich wie Paprika. Was ist das denn? Wir machen jetzt Monster Energy. Ich habe ja durch dich und Julian, weil bei Rock am Ring, als wir da waren, ist tatsächlich folgender Fall eingetreten. Im 24-Stunden-Rennen stand ein Monster Energy Truck noch da und der Kollege hat die Videos geguckt, Grüße gehen raus und hat gesagt, Jungs, ihr habt keinen Bock, das alles hier einzuladen, wollt ihr ein paar Paletten mitnehmen? Da sind natürlich Autofokus und Weißabgleich hier direkt losgesprintet und haben da einäugig sich erstmal bedient. Deswegen habe ich auch festgestellt, dass es das jetzt wohl gibt, auch ohne Kohlensäure, also Eistee-Format, was ihr euch dann mitgenommen habt. Das ist jetzt nämlich Juiced. Energy mit Juice und ganz vielen Ed Hardy Schmetterlingen. Generell Energy Drinks, sage ich ehrlich. Finde ich gefährlich, ne? Schmeckt einfach nur wie ein Saft mit ein bisschen Kohlensäure, ist aber auch Energy drin. Ja, schmeckt wie so ein Apfelsaft. Apfelsaft mit Energy weiß ich nicht. Ist eine 4. Was kostet so ein Spaß inzwischen? 1,49 Euro plus Pfand. Na dann, noch einen schlechten Apfel. Bad Apple. Bah, das sieht aus wie so ein Malzbier. Das ist höchstwahrscheinlich ein Apfelsaft jetzt. Mal wieder die Frau, die auf der Dose sexualisiert wird, ne? Bad Apple, die arme Eva. Oh, saurer Apfel. Mehr kann ich ja nicht zu sagen. Mehr schmecke ich auch nicht da. Das ist wirklich nur ein sehr saurer Apfel. Schade. Ist eine 3. Weiter geht's. Dr. Oetker macht das gleiche wie Kinder mit diesen Fluffy-Teigdingern. Kuchensnack. Ja. Sagen Sie. Überall steht jetzt auch immer drauf, finde ich sehr gut, ohne Palmöl, Konservierungsstoffe, Farbstoffe. Einmal einen mit Schoko und einmal Marmor. Fangen wir mal an mit Marmor. Du isst den ja verkehrt rum. Hä? Darf ich mal kurz dein Handy haben? Rufst du gerade deinen Kundenservice an? Was steht dabei geteuert, dass die Minute ist? Gebührenfrei. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Tag. Hallo, schönen guten Tag. Timo Köhler, mein Name. Ich habe mir ein paar Kuchensnacks von Ihnen geholt und habe gesehen, auf der Verpackung kann man sich auch in dieser Hotline Rezepte, Tipps und Infos abholen. Haben Sie ein paar Rezepttipps, die man mit den Kuchensnacks machen kann? Haben wir mit Sicherheit. Schaue ich gerne mal in unserer Rezeptdatenbank und schicke Ihnen die gerne zu. Welche Sorte haben Sie denn genau? Die Marmor. Also klassischen Marmor. Die kleinen oder die großen? Die kleinen. Dann bräuchte ich noch einmal Ihren Namen und eine E-Mail-Adresse, dann schicken wir es gern per Mail. Das ist Timo und dann Köhler. Jawohl, hab ich. Und dann die E-Mail ist... Alles klar, habe ich notiert, Herr Köhler. Wir suchen was Schönes raus und schicken es Ihnen gerne zu. Super, vielen Dank. Sehr gerne, schönen Tag noch. Gleichfalls. Tschüss. Hast du gerade Telefonbetrug gemacht? Ja. Enkeltrick. Ich bin mal gespannt, was du für tolle Rezepte kriegst. Ja, schmeckt so, geht so, ne? Ist eine 3 von 10, um es mal kurz zu machen. Ist relativ platt. Aber vielleicht kann man das noch pimpen mit ein paar kleinen Minis. 2,49 Euro übrigens. Ja, worth it, würde ich sagen. Ich kann mit Leuten sprechen, wenn ich mir kleine Kuchen-Minisnacks mache. Ich habe mein Leben gewonnen. Weiter geht's. Kinder Creamy. Milky und Crunchy, das ist Milchreis in diesen aufklappbaren Eierdingern. Das hat 102 Kalorien übrigens, dieses kleine Ding hier. Was? 102 Kilokalorien steht hier direkt. Ist das auf 100 Gramm? Weil das werden ja nur 25 Gramm sein. Oder so. 19 Gramm. Boah, das hört sich schon an wie Sand. Unten ist noch ein bisschen Schoki. Wir probieren. Die gibt es ja auch ohne den Crunch schon länger, ne? Die kann man ja so löffeln an die Creme. Ist ja ein Kinderjoy. Und wie stehen wir dazu? Das finden wir eigentlich gut, ne? Ich mag das gerne. Ja. Aber ich bin mir sicher, da gibt es so ein paar ausgewählte Leute, die gesagt haben, da fehlt mir ein Crunch. Der Crunch.
Aber da ist ein Crunch drin. Ja, da sind so zwei wie so Rochers noch oben mit drin. Jetzt warte. Die Leute, die das vielleicht da mal hingeschrieben haben, um so eine Idee loszutreten, es läuft wirklich viel falsch. Aber die sind das Problem der Gesellschaft. Weil das ist ja wirklich vollkommenes Desaster. Es funktioniert im Gesamtkonzept für mich nicht, muss ich sagen. Da ist nichts spannend dran. Es sind zwei. Selbst die Kindercremes, die da drin sind, die machen das nicht besser. Das ist ganz merkwürdig mit dem Crunch und macht's ganz komisch im Mund. Letztes. Oh. Knoppers mit Joghurt anstatt normal. Knoppers und ich, wir haben eine lange Vergangenheit. Manchmal braucht's einen Knoppers, manchmal nicht. Für was steht Knoppers? Hat das auch so eine Bedeutung wie Haselnusstafel bei Hanuta? Bin ich mal gespannt, ob da Joghurt den großen Unterschied macht oder ob es einfach schmeckt wie ein normales Knoppers. Denn aussehen tut's ja eigentlich fast genauso, ne? Finde ich lecker. Ist nicht so super intensiv. Ich finde diesen getrockneten Joghurt, wenn man es denn so nennen möchte, diese Creme, die daraus gemacht wurde, sehr erfrischend. Also es hat so eine schöne, erhellende Note, wenn man das isst. Finde ich okay. Immer noch ein heftiger Süßknall ins Gesicht. Ist aber eher so eine 7. Ist schon ganz fein, muss ich sagen. Kann man machen. Nicht so wild abgedriftet mit Joghurt. Ist immer noch eine Safe Bet. 1,59 € auch. Ja, für 8 Stück? Ja. Hammer. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr was Neues habt, in die Kommentare schreiben. Tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.